Jo, da landet der. Einfach mitten auf der Autobahn. Was ist denn jetzt passiert? Das klingt wie Menschen. Das kommt definitiv aus dem Container. Wir müssen das schnell öffnen. Öffnen? Was? Moin Leute, Oberkommissar Pidissel meldet sich zurück zum Dienst. Am Ende der letzten Folge haben wir diesen ziemlich krassen Unfall entdeckt. Dieses ohnehin schon kleine Auto wurde noch kleiner gemacht. Den Verdächtigen, den haben wir nämlich jetzt schon dingfest gemacht und müssen einfach nur zurück zur Wache. Willi! Hä? Ach, da bist du, Willi. Komm mit rein. Der Typ sitzt schon hinten. Okay, ab zur Wache. Sind ja nur 6 Kilometer. Da haben wir natürlich keine Lust. Wir benutzen die Karte. Ab nach Nissen. Oh, da sind wir auch schon. Einen Donut holen wir uns auch gleich noch, aber jetzt gucken wir mal, dass der Typ... Oh, wir sehen ihn sogar im Rückspiegel. Der sieht aus wie ein Krimineller. Definitiv. So, Willi, bringe den Verdächtigen zur Wache. Ja, Aufgabe abgeschlossen. Wir haben jetzt auch 4000 neue Punkte. Oh, da kommt er in die Zelle. Ab geht's. Kann ich den jetzt auch nochmal irgendwie... Verlasse den Raum. Das ist meine neue Aufgabe. Ob ich das schaffe? Man weiß es nicht. Öffnen? Kriegen wir jetzt einen neuen Einsatz? Lass dich niemals zu sehr von deinen Gefühlen leiten. Da kannst du in Teufels Küche kommen. Hättest du den Fahrer damals angezeigt, wäre das heute nicht passiert. Was? Das wollte ich dir zumindest noch sagen. Ich glaube, du hast selbst genug dran zu knabbern. Jeder macht mal Fehler. Was für ein Fehler? Aber das hier sollte sich nicht wiederholen. Was habe ich gemacht? Leute, habt ihr eine Idee? Ich habe den Typen einfach nur dingfest gemacht. Oder war das der eine Typ, den wir bei der einen Mission haben laufen lassen? Das war, glaube ich, im Livestream, weil ich habe mal einen Livestream von dem Game gemacht. Und da habe ich euch auch abstimmen lassen. Da haben wir gemeinschaftlich abgestimmt, dass wir ihn nicht unbedingt dingfest machen müssen. Aber okay. Boah, und das Spiel? Ich weiß nicht, ich habe ja wirklich einen guten PC. Aber dieses Game ruckelt manchmal. Das ist echt krass. Aber egal. Wo ist denn jetzt der nächste Auftrag? Ich habe sogar 5000 Punkte, die ich investieren kann in neuen Stuff. Hi, Willi. Okay, Willi hat keinen neuen Auftrag. Das könnte der Typ ganz unten sein. Oder sie? Hallo? Nee, du hast keinen Auftrag. Mal gucken. Jawohl, er hat wieder einen Auftrag. Ich habe einen sehr dringenden Einsatz okay. Für euch. Ein kleines Flugzeug muss notlanden. What? Bis zum nächsten Flughafen schafft es das nicht. Daher muss es auf der Autobahn landen. Yo. Alles Weitere, wenn ihr im Auto seid. Los, gebt Gas. Ja, natürlich. Wir machen uns sofort auf ich mache mich sofort auf den Weg mit Willi. Zack, Mission wird angenommen. Flugzeugnotlandung als Oppi. So, zack, ich knacke schnell raus hier. Ist auch komisch, in Gebäuden, also man merkt das jetzt gerade, dass die Frames ein bisschen einbrechen, obwohl nichts los ist. Die Notlandung erreiche Zielort. Das machen wir. Wo müssen wir da hin? Ah, da unten landet das Ding. Nein, ich war da noch nie. Ich kann hier noch nicht mal eine Schnellreise machen. Die Schnellreise ist aktuell nicht verfügbar. Weil ich noch nicht richtig losgefahren bin vielleicht? Oh Gott, ich habe noch 8 Minuten Zeit. Jetzt sehe ich das erst. War das die ganze Zeit schon da? Och, crap. Komm schon, gib Gas. Ab nach links. Och, nö. Oh Gott, was zieht er denn rüber? Alter, das Spiel ist aber auch gerade ein bisschen... Oh Gott, 80%. 80% Chaos-Mieter. Glück gehabt. Die Werte sinken, aber genauso wie die Zeit. Ich bitte das übrigens sehr zu entschuldigen, wenn es zu Frame-Einbrüchen kommt. Das liegt wirklich nicht an mir oder an meinem PC, sondern einzig und allein am Spiel. Das ist halt einfach richtig schlecht. Noch 9,5 Kilometer, wenn ich das richtig sehe. Da vorne ist auch noch die Polizei. Alter, ich glaube, das wird richtig krass. Ein Flugzeug, das einfach mal so auf der Autobahn notlandet. Kann man ja machen. Vorsicht, Polizei. Ich könnte natürlich jetzt auch das Blaulicht anmachen, aber das bringt hier bei dem Game sowieso nie was. Die fahren dann nur noch verrückter. Boah, habt ihr das gerade gesehen? Der LKW ist fast umgekippt. Wir haben noch knapp 6 Minuten und ich muss nur noch 6,8 Kilometer fahren. Und ich fahre 230. Also ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Ja, halt doch mal auf, Gott! Wir wissen noch nicht, worum es sich genau handelt. Junge, was hat denn der LKW-Fahrer gemacht? Der hatte gar keinen Grund, jetzt nach links rüber zu ziehen. Aber auch gar keinen. Was ich eben vor dem Crash sagen wollte. Es ist, glaube ich, nicht sonderlich gut für den Motor, wenn ich immer im Grenzbereich fahre. Wenn ihr mal da unten auf den Tacho achtet. Oh, kein Problem.
Was macht dieser LKW? Leute, wir haben noch circa einen Kilometer, haben noch 3 Minuten Zeit, ist alles kein Problem. Die Spielwelt scheint nicht unbedingt laden zu wollen, das ist aber auch ebenfalls kein Problem. So, 500 Meter, da sehe ich, ach, wir sind in der Nähe vom Flughafen. Jawohl, da sieht man es auch. So, jetzt kein Fehler mehr. Kein LKW, der mich jetzt noch ankarrelt. Frames sind fast bei null. So, jetzt so. Bremsen wir den nachfolgenden Verkehr vorsichtig aus. Schalte bitte die Matrix an. Und? Jo, da landet der. Zack, Alter. Einfach mitten auf der Autobahn. War das gewollt? Befrage Pilot. So, Kollege, was machst du hier für Sachen? Du kannst mal mitten auf der Autobahn landen. Okay, du hast es scheinbar geschafft. Leben ja auch noch alle. Hey. Guten Tag. Alles okay bei Ihnen? Naja, da schaffe ich eine Notlandung auf einer Autobahn und bringe die Maschine heile runter. Da fährt mir ein LKW hinten. Wieso zittert er so? Sie hatten zweimal großes Glück. Alles andere kann man ersetzen. Und was ist denn jetzt passiert? Ah, da kommt die Feuerwehr, Rettungswagen, alles im grünen Bereich. Das klingt wie Menschen. Wir müssen das schnell öffnen. Was? Das kommt definitiv aus dem Container. Was müssen wir öffnen? Den Anhänger? Was ist denn passiert? Hä? Ist da jemand drin? Was geht hier ab? Öffnen? Da sind Menschen drin! Was? Oh mein Gott! Hey, die Leute hier müssen versorgt werden. Wir brauchen Decken und auch etwas zu trinken. Billy, warum zitterst du so? Ja, ja, komm. Sprich mit dem LKW-Fahrer. Ja, was bist du denn für ein Schmuggler? Ah, Sie sind wieder wach. Lassen Sie sich kurz durchchecken und dann fahren wir zurück. Ja, wir haben da definitiv noch ein paar Fragen an Sie. Wir haben da noch einige Fragen an Sie. Ja, aber natürlich. Ja. Zack, direkt festgenommen. Die zweite Verhaftung am heutigen Tag. Bring den Verdächtigen zur Wache. Billy, komm mit. Guck, und jetzt sind die Frames wieder geil, Alter. Das war alles wegen dem Flugzeug. Du wirst jetzt sowas von angekettet. In unserem Polizeibunker. Kann ich jetzt bitte wieder die Karte benutzen? Halleluja. Ab nach Nissen. Ui. Okay, er wird verhört. Zack. So, Herr Schmidt. Ja? Wie Sie sich sicher vorstellen können, haben wir einige Fragen an Sie. Fragen Sie nur. Mein Anwalt hat mir geraten, Ihnen zu antworten. Ja. Das ist sehr vernünftig. Das ist wirklich vernünftig. Wer sind die Hintermänner? Nee, erstmal nach der Fracht. Oder direkt die Hintermänner? Nee, erst die Fracht. Wussten Sie, was Sie in Ihrem LKW transportiert haben? Ja. Sind diese Menschen Flüchtlinge? Ja. Wissen Sie, woher diese Menschen kommen? Weiß ich nicht. Ich übernehme immer nur den Container. Haben Sie eigentlich gar kein Gewissen? Hat es Ihnen nichts ausgemacht, diese Menschen wie Tiere einzupferchen? Nein, doch, natürlich. Was? Aber es gibt gutes Geld. Und wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anderes. Außerdem sind meine Kollegen noch rücksichtsloser. Das ist doch keine Ausrede. Was für Habe mehr Transporte. Habe ich Sie da richtig verstanden? Es sind mehrere Fahrer unterwegs? Ja. Ich nehme an, Sie schweigen auch zur Identität der anderen Fahrer? Selbst wenn ich wollte, ich kenne die anderen nicht genauer. Wer sind die Hintermänner? Wer ist Ihr Auftraggeber? Oder arbeiten Sie auf eigene Faust? Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich sowas von selbst tun würde. Nein, tue ich nicht. Also? Sie können mich alles fragen, aber zu dem Thema sage ich nichts. Sagen Sie uns wenigstens, wohin diese Menschen gebracht werden. Nein. Wie? Und jetzt? Okay, vielleicht auch nicht. Sie werden sich für Ihre Taten verantworten müssen. Ich werde aber weitergeben, dass Sie halbwegs kooperativ waren. Naja, halbwegs kooperativ war nicht. Also ganz ehrlich, informiere Becker über den Fortschritt. Becker! Ah, diese blöde Tür. Becker, ich hab neue Informationen. Menschenschmuggel. Becker? Bist du da? Ja, da ist er. Hallo? Sie haben wichtige Neuigkeiten. Ja, hab ich. Ja, Chef. Wie es aussieht, wird Menschenschmuggel im großen Stil auf unserer Autobahn durchgezogen. Durch puren Zufall haben wir eben einen LKW voll mit Flüchtlingen gefunden. Der Fahrer wollte zwar keine Namen nennen, aber er sagte auch aus, dass es kein Einzelfall ist. Da sind noch mehr LKW mit Menschen unterwegs. Wir müssen diese unmenschlichen Transporte so schnell wie möglich stoppen. Oh ja, Kollegen vom Zoll mit an Bord. Okay, perfekt. Die Notlandung abgeschlossen. Und wir haben 6400 Punkte. Wir können richtig Cash-Mash machen, weil wir können ja hier noch so Sachen kaufen. Bis hier vorne am Computer. Die Frage ist allerdings, Helikopterlandeplatz 20.000? Schießstand. Alter, geil. So Leute, das war's mit der heutigen Folge vom Autobahn-Polizeisimulator. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und ansonsten wünsche ich euch einen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.